Willkommen zu einer neuen Aufnahme von Empire Total War. Jetzt kam ja leider zwei Tage nichts. Na, wahrscheinlich drei, weil ich muss das ja erst noch rendern. Aber dafür kam jetzt zum Beispiel mal Battlefield. Und ich habe hier eine kleine Änderung an dem Mod vorgenommen. Mal gucken, wie es so funktioniert, wie es sich anhört. Werden wir in der nächsten Schlacht dann sehen. Wenn wir eine haben. Und dann möchte ich noch was sagen, ich habe mir alle DLCs für dieses Spiel hier gekauft. Ich weiß noch nicht, ob jetzt übernommen werden in den laufenden Spiel. Ich weiß es nicht. Ich gucke nämlich mal hier bei Forschung und gehe einfach mal auf die Heeresakademie. Dann kann man sehen, was alles ausgebildet werden kann. Und ich glaube, da gibt es schon neue Sachen. Hier diese Freikorps zum Beispiel. Die müssten auch neu sein. Und man sieht es hier, Reichweite zum Beispiel 120. Also ich glaube, die sind neu. Hoffe ich. Und die können auch einiges machen, ne? Ziemlich gute Einheiten. Wenn man jetzt schaut, die normale Linieninfanterie. Moment, wo ist sie? Die normale. Ist das die normale Linieninfanterie? Ja, wird schon sein. Die hat jetzt eine Reichweite von 110. Mal gucken, wie das denn so abgeht in einem Gefecht. Ich hoffe mal ganz gut. Und neue Sounds und so. Ja, wird schon ganz interessant. Dann möchte ich erstmal gucken, mit wem wir denn nochmal verbündet waren und alles. Ja, okay. Das erübrigt sich ja. Wir sollten auch ein paar Häfen ausbauen, wenn wir welche haben. Im Krieg war ich bloß mit Österreich und Polen, okay. Ist ja nicht wirklich viel. Muss erst mal finden, wo die sind. Österreich, ah ja, okay, die haben noch vier Provinzen und Polen hat noch drei. Eine da oben, die könnten wir uns auch noch schnappen. So. Okay, aber hier haben die ziemlich viele Leute. Geld haben wir nur noch 61, das heißt, wir könnten eigentlich nur noch abwarten momentan. Halt neue Runde starten. Weil viel machen kann man ja nicht. Ja gut, die könnte ich mal zusammenfassen. Oh, gerade hängt es irgendwie so ein bisschen. Ist ja unfassbar. So. Ja, die paar Aufständischen lasse ich da einfach mal. Ach, hier kann ich nicht einnehmen, da ist ja noch das Kurland dazwischen. Oder? Ach nee, doch, grenzt sogar an mein Land an. Doch, passt. Alles perfekt. Alles perfekt. So, dann teile ich noch die auf. Dann haben wir einfach weniger Kosten. Und die Einheiten sind dann genauso stark. Also. Ist doch wunderbar. Wir sollten auch mal ein paar Handelsschiffe losschicken. Ha, da kommt noch ein Hafen hin bald. Bald. Mal gucken. Steht es dran wann? Nein. Da oben habe ich einen. Ja, ganz toll wären diese Ostindienfahrer. Die kosten auch nur 594. Das wäre eigentlich ganz gut. Aber wir machen erstmal, glaube ich, nächste Runde. Ich kann gerade nichts machen. Soweit ich das noch vom letzten Mal eben weiß und gerade sehe. Nee, da geht nichts mehr. Obwohl, die Miliztruppen kann ich zusammenfügen. So viele brauchen wir da auch nicht von. Okay. Jetzt haben wir wieder ein bisschen mehr Geld bekommen. Ja, vielleicht noch die Linieninfanterie. Ein bisschen aufteilen. So. Dann kann ich immer noch neue ausbilden, wenn ich welche brauche. Okay. Stark verringert die Armee. Ich kann auch hier keine ausbilden. Schade. Ach ja, weil das Gebäude kaputt ist natürlich. Gut, wie schaut's mit der Forschung aus? Militärischer Lehrplan wird erforscht. Dann können wir die Drillschule bauen. Das ist sehr schön. Bekommen wir Gleichschritt. Erhöht Bewegungsreichweite auf der Kampagnenkarte. Ist halt schon ziemlich wichtig. Dann wird erforscht die Karabiner. Einheiten. Ich glaube, die sind ziemlich cool. Müssten wir auch mal ausbilden. Und hier nichts. Okay. Ja, Schulen haben halt das Problem, dass die Bevölkerung dann ziemlich oft Aufstände macht.
Da muss man dann viele Freudenhäuser hinbauen. Okay, diese Minen wären natürlich auch toll. Mit Dampfpumpen. Bringt ordentlich Geld rein. Aber ich glaube auch Minus bei der Unterbevölkerung. Unterbevölkerung. Unterschicht. Wegen Industrialisierung. Ach ja, und hier noch Fruchtwechsel mit 4 Früchten. Aha. Okay, das ist schön. Ja, dann würde ich sagen, nächste Runde, oder? Ja, machen wir nächste Runde. Gucken mal, was passiert. Aua. Hand angeschlagen. Ja. Und was die anderen Länder vor allem machen. Ich lasse die mal ein bisschen schneller durchlaufen. Ah, genau. Überfall meinen Bauernhof. Wir wissen, wer als nächstes sterben wird. Und dann könnten wir uns noch hier eine Provinz kaufen, wurde mir freundlicherweise gesagt. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, so im fernen Osten eine Provinz kaufen und von dort aus dann alles einnehmen. Wie geht es bitte? Habt ihr gesehen? Die Maraten waren eigentlich weit in der Unterzahl und haben trotzdem gewonnen. Das Mogulreich ist in dem Spiel irgendwie sehr, sehr schwach. Die müssen Stärkhaus ein. Die werden nämlich immer vernichtet. Fast immer zumindest. Also bei mir wurden sie es jedes Mal. Kann ich schon mal beruhigen. Halt, langsamer, langsamer. Oh, ja, genau. Greif mich an. Macht wieder meine Häuser sinnloserweise kaputt, automatisch. So. Er wird von meiner Stadt erstochen, die nichts macht. Finde ich cool. So, erstmal wieder reparieren. Arbeiter streiken in Polen. Wir könnten schon mal eine Drillschule bauen. Die wäre hier in der Hauptprovinz natürlich ziemlich cool. Aber erstmal muss ich hier mich um die Häuser kümmern. Oh, was geht denn gerade ab? Das leckt übel. 7 Bilder gerade. Ah, oh, irgendwas stimmt da heute nicht. Vielleicht läuft mein PC einfach schon ein bisschen zu lang. Das könnte sein. Ich muss ja immer in der Nacht laufen lassen. So, Bauernhof ausbauen. Wo wurde ich jetzt überfallen? Hä? Ah ja. Ich würde mal sagen, es ist ein gefundenes Fressen. Hab extra noch ein paar mehr von meinen hingeschickt, damit die auch wenige Verluste haben. Gut. 67 Verluste und der 60. Ach. Kann's ja nicht sein. Das könnten wir aber locker besser machen. So, erstmal hier reparieren. Mal wieder. Euer Lordschaft? Oh, meine Augen. Kann ich da irgendwen umbringen? Infiltrieren? Ich will jetzt irgendwen abstechen. Attentat. 21. Na, super. Boah, und die haben halt diese Linieninfanterie mit 200 Mann. Das ist Was wünscht ihr? hart. Infiltrieren. Halte Augen und Ohren Bitte offen. stirb nicht. Okay. Ja, doch. Die haben da schon so ein bisschen was. Tja, gut. Die könnten wir noch locker angreifen, aber ich bin mir nicht sicher, was mit denen abgehen würde. Ich lasse die lieber mal noch in Ruhe. Ach ja, ich repariere mal eben die Webhütte, die bringt nämlich auch ein bisschen Geld. Kann ich noch Straßen ausbauen? Yep. Bauen wir erstmal vom Zentrum aus. Aus, so. Aus. Und vor allem da, wo wir noch ganz schlechte Straßen haben. Wie hier, aber ich habe kein Geld. Ja, 4038 bekommen wir. Es geht. Könnte aber besser sein. Oh, Steuern kann ich hier wahrscheinlich nicht verlangen. Nö. Und hier? Ja. Ja, würde gehen, aber das dauert mir zu lang, bis ich da mehr Geld bekomme.
Weil ich will ja erstmal, dass viele Leute einziehen. Okay. Ich denke mal, wenn die Armee hier weg wäre, ja, dann gibt's Aufstände und so. Niederlande. Kann ich sehen, was die als Armee haben? So ein bisschen Linieninfanterie halt. Okay, ich habe nicht wirklich viel entgegenzusetzen. Okay, das sollte ich nicht wagen. Vor allem, weil die uns ja mögen, glaube ich. Das sind eine der wenigen, die uns mögen. Und die haben masse Kavallerie. Hannover. Was geht denn bei denen bitte schief? Opernhaus. Bringt einiges an Zufriedenheit und an Städtewohlstand. Was bedeutet denn der Städtewohlstand? Dass die Stadt halt größer wird oder was? Steht der hier nirgends. Gesamt. Ach, wahrscheinlich ist denn hier 15 einfach. Ich baue mal ein Opernhaus hin. Hey, es ist unsere Hauptstadt, da muss was geboten sein. Da haben wir noch Polen da unten. Ich kann die auch nicht abziehen, Leute. Sonst machen die auch Stress. Gottes Wille geschehe. Okay. Ich dachte vielleicht geht's dann schneller, wenn wir den Priester reinschicken, aber es scheint nicht so. Gut, die freuen sich hier ihres Lebens. Dann könnten wir, das ist doch die Provinzhauptstadt, sehr schön, die überfallen. Aber dann kommen die wahrscheinlich da oben an. Angehüpft, wollen Stress machen. Die haben nur einfache Einheiten hier. Aber wir haben natürlich auch nicht so viel. Ich will es ja nicht wagen. Rekrutieren kann ich auch nichts, sonst habe ich hier keine rumstehen. Na super. Super. Ich glaube, ich mache einfach mal so. Ich hau das hier raus. Das soll noch nicht repariert werden. Das ist halt noch ein bisschen kaputt. Macht jetzt auch nichts. Dann bilde ich hier einfach noch was aus. Wir brauchen ja nicht allzu viel. Okay, eine. Super. Habe ich hier ein bisschen Kavallerie eigentlich? Ja, ein bisschen. Ich hau noch mal eine Miliz oben drauf. So. Oder Einberufene. Mal schauen, ob die besser sind. 110, 35. Oh ja, da schon mal. 6, 11 und 6. Ja, dann nehmen wir Einberufene, die sind immer noch besser. Sehr schön. Dann nächste Runde. Ja, gerade eben gibt es halt irgendwie keine Schlachten, wir haben keine Kohle und unsere Armeen müssen gerade die Bevölkerung ein bisschen im Zaum halten. Ja, ich lasse die immer ein bisschen in den Städten. Ist ja logisch, sonst machen die laut Aufstände wie in Polen. Und da ist eh schon heftig, was mit denen abgeht. Was? Ich mach mal ein bisschen schneller wieder. So. Weil das da hinten geht uns da momentan eh nichts an. Russland hier oben läuft rum. Sehr schön. Warum auch nicht? Da werden die Barbarestenstaaten wieder gebettelt. Die haben viel zu wenig Einheiten, hey. Das geht ja gar nicht. So, gleich kommen wir auch wieder dran. Nachdem die noch Handelsrouten überfallen. Na super. Ja, fährt bestimmt auf die drauf. Natürlich. Und Piraten machen nichts. Genau. Okay, Agent rekrutiert. Ein Edelmann. Na, sehr schön. Oh, wir haben ja noch... Ah, ja, okay. Jetzt bin ich mal gespannt. Das ist die Schule in... Kein Plan. In Magdeburg. So, das dauert 6 Runden. Das möchte ich mal wissen. Vielleicht habe ich es schon mal getestet, aber... Aber egal. Wenn ich die zwei da hinschicke...
Dann dauert es jetzt noch 5 Runden. Lernens und der Kultur. Aha, jetzt noch 4. Des Lernens und der Kultur. Okay. Also jeder von denen macht es also um 1 schneller. Wahrscheinlich auch, weil die ziemlich schlecht sind momentan. Und die haben ja nicht so den Skill. Oh, wir erforschen was, was ich vorhin ganz vergessen habe. Kartätschen und verbesserte Granaten. Ja, die Kartätschen sind gut, aber die Granaten will ich nicht. Da will ich lieber... senkt die Wahrscheinlichkeit von Nahrungsmittelknappheit. So. Also ich würde gerne auf Bauernhöfe gehen. Moment, was steht hier? Minus 10 auf Kosten für den Bau von Minen, minus 10 auf Kosten für den Bau von Metallverarbeitungsgebäuden. Und die Werkstätten, was machen die? Ja. Oh, viel Geld. Gut, dann gehen wir jetzt erstmal auf einfache Dampfturbine und dann auf Messwerkzeuge. Ich glaube, mit den Messwerkzeugen können wir auch bessere Straßen dann bauen. Das gefällt mir. So, wir haben wieder ein bisschen Geld. Hier ein bisschen mehr Einheiten. Vielleicht können wir es überfallen und zurücklaufen in einem Schritt. Wer weiß. Erstmal kommt hier eine bessere Straße hin. Dann kommt hier noch eine bessere hin. Ja, wie ihr seht, erstmal schön Straßen jetzt. Habe ich ja eine Zeit lang vernachlässigt. Sollte ich nicht machen. Will ich gar nicht. So. Jetzt noch gucken, dass wir die auf volle Stärke bekommen. Ja, und irgendwann müssen wir die halt angreifen. Da führt kein Weg dran vorbei. Das Ding kokelt immer noch ein bisschen vor sich hin. Okay. Und irgendwann bekommen wir dann auch endlich mal mehr Geld. Erstmal ist jetzt weniger geworden. Na, wunderbar. Habe ich die von Steuern befreit, weil ich losziehen wollte? Was? Hä, konnte ich da nicht gerade eben Geld verlangen? Ach nee, da oben. Hups. Okay. Irgendwas Neues. Ach ja, hier unten können wir mal gucken. Den rekrutiert. Okay. Neue Stadt Wismar in Brandenburg. Die Bevölkerungsdichte in dieser Stadt, in dieser Provinz ist stark gestiegen. Moment, nochmal. Die Bevölkerungsdichte in dieser Provinz ist stark genug gestiegen, damit eine neue Stadt entstehen kann. Okay. Gefolgsmann gefunden und wir haben noch 2 Einheiten rekrutiert, gerade vorhin. Okay. Das ist gut soweit. Hatte ich hier nicht Agenten drin? Ist der tot? Nee, ich habe beide hier. Ah, okay. Wir könnten versuchen, das königliche Observatorium zu sabotieren. Mal gucken, ob es funktioniert. Wenn ja, dann levelt der. Wenn nicht, stirbt er halt. Enttarnt. Ihr Spion wurde enttarnt, als ihr die Anweisungen in geheimer Mission befolgte. Er kam mit dem Leben davon. Aber nun hegt man Misstrauen ihrer Fraktion gegenüber. Wir sind eh im Krieg, also von dem her. Und unser Schlechter... Mal schauen, ob der es schafft. Enttarnt. Na, super. Ja, dann gehen wir mal darüber mit dem. Vielleicht können sie ja irgendwas ausrichten. Ich will in die Armee. Kann ich nicht? Ach, egal. Geh ich halt mal dahin. Ich nehme an, kaputt machen kann ich jetzt nichts mehr in der Runde. Ja, genau. Na gut. Ich bin gerade immer noch am rumgucken. So, warten wir noch eine Runde ab. Ja, ich weiß gerade, momentan passiert immer noch nicht viel. Kommt noch. Kommt noch. Wenn die sich immer bewegen. Ach ja, Schiffe bauen wollte ich. Stimmt, aber ich wollte erstmal Geld für Straßen ausgeben. Damit wir dadurch unser Land schnell durchrasen können. Mit unseren Formel-1-Linien-Infanteristen. Und Kavalleristen.
damit wir immer und überall vor Ort sein können, wo es Probleme gibt.